Die Marktgemeinde Neumarkt ist eine Fusionsgemeinde und ist 2015 aus 7 ursprünglichen Gemeinden gebildet worden. Wir haben 4.800 Einwohner und wir sind ein sehr weit verstreutes Gemeindegebiet. Das heißt, wir haben 165 Quadratkilometer, haben natürlich damit verbunden ein sehr großes Wegenetz und unsere Gemeinde ist sehr ländlich strukturiert. Das heißt, es ist auch der landwirtschaftliche Bereich bei uns natürlich noch vorherrschend. Wir haben ein ausgeprägtes Vereins- und Kulturleben, auf das wir auch sehr stolz sind. Und es freut uns natürlich, wenn wir in unserer Gemeinde, die ja durchaus touristisch geprägt ist, auch sehr, sehr viele Gäste begrüßen dürfen. Community Nurse ist bei uns die primäre Anlaufstelle in unserer Gemeinde für Fragen im Bereich der Gesundheit, der Gesundheitspflege, der Gesundheitsförderung, Prävention, aber auch im sozialen Bereich als Anlaufstelle. Das Büro der Community Nurse befindet sich im Gemeinderaum direkt neben dem Bürgerservice. Das ist natürlich ein sehr niederschwelliger, einfacher Zugang für unsere Bevölkerung. Und zudem werden eben regelmäßige politische Besprechungen abgehalten, um den Fortschritt von Projekten und geplanten Maßnahmen zu erörtern. Die Community Nurse nimmt bei uns gelegentlich auch an den Vorstandssitzungen des Gemeindevorstandes teil und an anderen Treffen mit Interessentengruppen, um eben aktuelle Gesundheitsthemen und Fragen zu diskutieren. Darüber hinaus, vielleicht noch ganz kurz, arbeitet die Community Nurse auf kommunaler Ebene sehr, sehr eng mit den Volksschulen und mit den Mittelschulen zusammen, um eben gesundheitsfördernde Themen an die Schülerinnen und Schüler zu vermitteln oder heranzutragen. Insbesondere natürlich die Fragen der Ernährung oder es wird auch beispielsweise das Berufsbild der Pflege erläutert. Viele Themen, die in den Schulen durchaus von Interesse sind, und guten Anklang finden. Es werden verschiedenste Vorträge zu verschiedensten gesundheitsfördernden und präventiven Themen organisiert, bei denen auch die Netzwerkpartnerinnen und Partner mit einbezogen werden. Und so ergibt sich durchaus ein sehr interessantes, aber auch ein sehr umfangreiches Tätigkeitsfeld für unsere Community Nurse. Ist durchaus eine sehr berechtigte Frage, weil es ja wirklich ein sehr großes Gemeindegebiet bei uns ist. In erster Linie haben wir uns überlegt, dass man mit Postwurfsendungen an jeden Haushalt einmal das Angebot der Community Nurse einmal wirklich offeriert. Zum Zweiten gibt es von der Community Nurse auch präventive Hausbesuche. Und durch die Teilnahme der Community Nurse an öffentlichen Veranstaltungen wird auch das Angebot der Community Nurse dort wirklich der Bevölkerung noch näher gebracht. Es gibt auch regelmäßige Treffen mit Vereinen, wie auch Seniorenverbänden, Vereinen und der Frauenbewegung beispielsweise. Aber auch haben die Community Nurses ein Institut bei uns ins Leben gerufen, das nennt sich Zusammensitzen. Zusammensitzen auf gut steirisch. Hier werden ältere Personen von den Community Nurses abgeholt und zum Treffen hingefahren, hinschaffiert. Und beim Zusammensitzen werden eben gesundheitsfördernde Themen wie beispielsweise die Sturzprävention, Inkontinenz, Gedächtnistraining, Gleichgewichtsübungen besprochen und angewandt. Also das ist wirklich so die Möglichkeit, wie man eben an die Bevölkerung herantritt. Ja. Ja, wir erreichen ältere Personen, an denen man nicht direkt herankommt, erreichen wir diese vorwiegend durch die pflegenden Angehörigen, sowie eben auch, wie schon erwähnt, durch präventive Hausbesuche oder eben auch durch diese Veranstaltungen bei uns im Gemeindeamt, das Zusammensitzen, wo man tatsächlich versucht, über die pflegenden Angehörigen die betroffenen Personen zu erreichen. Also so gehen wir an das Thema heran.
Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Das ist durchaus jetzt bei uns in die Breite gegangen. Und Angebot schafft tatsächlich Nachfrage, das spüren wir auch. Und deshalb kommen wir jetzt an Dinge und sage jetzt einmal, an Bedarfe heran, die man vorweg so in der Gemeinde gar nicht gekannt hat. Also, wie schon erwähnt, also in Wahrheit geht es darum, dass man einmal die betroffenen Personen erreicht durch präventive Hausbesuche, durch eben das Zusammensitzen beispielsweise, aber auch durch, wir haben ein Unterprojekt präventive Hausbesuche in den Gemeindewohnungen, wo man tatsächlich dann den konkreten Bedarf natürlich vor Ort sehr gut erheben kann. Und es geht natürlich dann weiter über Beratung der pflegenden Angehörigen. Die Bedarfe sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Und wir versuchen natürlich, den Menschen zu Hause ein möglichst sinnerfülltes und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Und da geht es, ich denke jetzt nur an Treppenlift, Zugang, Treppenlift, Pflegebetten etc. Das wird tatsächlich über die Community Nurse vermittelt, bis hin natürlich zu Patiententransporte oder auch Medikamentenversorgung etc. Das sind Dinge, wo sie wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen und es wird von der Bevölkerung auch sehr dankend angenommen. Im speziellen Fall ist es auch das Thema natürlich nach einem Krankenhausaufenthalt, wo viele Fragen auftreten und da sind sie wirklich vor Ort und versuchen dort Hilfestellung zu bieten. Also vielleicht einige Dinge. Also in erster Linie würde ich mal sagen, etablieren Sie Kooperationsnetzwerke, also mit lokalen Gesundheitsdienstleistern, auch mit Bildungseinrichtungen, Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen, um eben eine umfassende Unterstützung der Gesundheitsförderung zu gewährleisten. Des Weiteren hat sich, glaube ich, sehr gut gezeigt, führen Sie regelmäßige Bedarfsanalysen durch, um die spezifischen Gesundheitsbedürfnisse und Prioritäten der Bevölkerung zu identifizieren und die Aktivitäten der Communities entsprechend anzupassen und auf die Bedarfe natürlich auszurichten. Ich glaube, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, nutzen Sie multidisziplinäre Ansätze, bei denen die Community Nurse mit anderen Gesundheitsdienstleistern wie eben den Ärzten, den Therapeuten oder Sozialarbeitern zusammenarbeitet, um eine ganzheitliche Betreuung letztlich sicherstellen zu können. Ich würde auch noch vielleicht darauf hinweisen, dass man eben einen Schwerpunkt auf präventive Maßnahmen wie beispielsweise die Gesundheitsaufklärung, die Früherkennung von Krankheiten und Förderung gesunder Lebensweisen, um langfristig der Bevölkerung tatsächlich verbesserte Gesundheit zu ermöglichen. Und ich glaube, was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist auch der barrierefreie Zugang zu der Leistung der Community Nurse. Das heißt, es muss wirklich ein sehr niederschwelliger Zugang sein, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, vom Einkommen, aber auch von einem gewissen ethischen Hintergrund. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Die Anonymität ist ein sehr wichtiger Punkt auch. Wir haben unterschiedlichste Besprechungsräumlichkeiten, um eben tatsächlich dort die Fragen sehr anonym abklären zu können. Und vielleicht auch noch zu guter Letzt, dass man die Dinge regelmäßig evaluiert, auch ein Feedback der Bevölkerung einholt, um eben die Effektivität der Maßnahmen zu überprüfen und sie kontinuierlich zu verbessern. Also das wären so vielleicht einige Punkte, die man in diesem Zusammenhang erwähnen kann.